Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu For the King mit der guten Lenfia Hallo. und der Frau Antje aus Holland. Wir sind immer noch im Wächterwald und gehen jetzt, ja, was müssen wir eigentlich noch finden? Ende eines Wettkampfs. Ja, Also, das. diese Frau, ne, war doch noch. Ah ja, genau. Ich Frau, würde ja fast ja. sagen, dass die wahrscheinlich da irgendwo rechts sein wird, oder? Da sind halt noch Wolken, da haben wir noch nicht aufgedeckt. Ja, vermutlich ja. Aber ich will jetzt entweder zum Fragezeichen oder oben zum Nachtmarkt, weil der ja gleich offen hat. Also da renne ich jetzt erstmal hin auf jeden Fall. Ja gut, natürlich. Sonst gehe ich hier keinen Schritt weiter. Obwohl, es müsste eigentlich schon dunkel werden. Ja, jetzt. Naja, wohl, es ist der Sonnenuntergang. Ja, doch, doch, so ein bisschen. Und Nein, du komme kannst ich echt weit hin? latschen. Ich komme nicht ganz hin. Ach so, du meintest, ich kann Fokus nehmen? Geht das jetzt auch noch oder ist jetzt vorbei? Ja, wenn du Na. die Runde beendest, ist natürlich Ich habe die vorbei. nicht beendet, ich bin nur hingelaufen. Oh, und ich habe schon wieder kein. Ich weiß nicht, warum immer der Ton am Anfang der Aufnahme weg ist. Naja, der wird gleich wiederkommen, Leute. Also ich bin auch nur hingelaufen und könnte jetzt allen meinen Fokus einsetzen, um zum Nachtmarkt zu kommen. Aber wir haben ja noch keine Nacht, von daher ist ja eh egal. Du hast deinen Fokus trotzdem verloren. Ja, verdorcht nochmal. Gut, jetzt wissen wir, wie das funktioniert. Der Fokus ist immer weg. Ja, guck mal, da sind uralte Ruinen aufgetaucht. Frau Antje, probiert's mal. Okay. Ja, Ja, super. genau das gleiche. Mist. Ja gut, sie hat ja gerade eh ein Level ab, von daher. Egal. Ja, jetzt steht sie hier. Aber sie kann trotzdem nochmal Richtung Stadt vielleicht irgendwas kaufen oder so. Ich lasse sie mal Richtung Stadt latschen. Stimmt, wir haben ja ein bisschen Geld. Vielleicht kriegen wir irgendwas Schönes. Irgendwas hat sie auch gerade gefunden. Was ist das denn? Oh, das Fragezeichen ist weg. Nein, aber es ist ein neues da. Naja, aber ganz schön gefährlich, denn so Stapseln. So, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Der Nachtmarkt. Das Geschnatter der Menge, Händler, die ihre Waren feilbieten, feilschende Kunden. Du hast den sagenumwobenen Nachtmarkt gefunden. Nachtmärkte sind nur nachts geöffnet und verkaufen seltene Artefakte, die nirgends sonst erhältlich sind. Dann schaue ich mal. Oh, Zuckergetränk, also Cola. Ursprünglich wurde dieses süße Getränk als potentes Gegenmittel gegen alle Leiden entwickelt. Heute wird es aber nur noch des Geschmacks wegen getrunken. Cola, sage ich ja. Okay, Ätztinte. Was ist das denn? Kraken. Oh Gott, nein. Haben wir bei der letzten Runde aber gar keinen Kraken gesehen, tatsächlich. Was? Nee, stimmt. Geistertoffee. Dauerhaft plus 1 auf magischen Schaden. Oh, das ist natürlich gut. Das ist wirklich gut. Was haben wir sonst noch? Eine Waffe gibt es nicht. Oh. Nee, ich kaufe erstmal Schuhe. Kirbys Hausschuhe. Ich weiß jetzt nicht, ob Kirby. Na doch, könnten Hausschuhe sein, die Kirby anhat. Weiß ich nicht genau. Und. Moment, den würde ich gerne Gibt's da anziehen. irgendwas für mich? Musst du gleich mal. Also, hier gibt es eine Koboldklinge und einen ätherischen Dolch. Ich weiß nicht, ob du sowas benutzen kannst. Koboldklinge sieht ganz nett aus. Ich weiß aber nicht, ob die besser ist. Also hier gibt es auch noch. Na, da hast du nicht genug Geld. Also es würde noch Schmucksachen geben, die kosten aber zu viel. Das bringt dir nichts. So, und ich kann mir jetzt auch nichts mehr leisten. Also verlassen. Heilen muss ich mich jetzt nicht unbedingt. Zum Fragezeichen komme ich sowieso nicht. Dann gehe ich jetzt auch hier nach rechts weiter. Immer noch kein Ich wollte gerade Zahn. sagen, jetzt vielleicht den Knochengauner angreifen können, aber Aber dann okay. wäre Dings nicht dabei gewesen. Also du wärst nicht dabei gewesen. Ich kann zum Fragezeichen gehen. Das mache ich jetzt Oh auch. ja, mach mal. Höhle, so sehr du auch versuchst, darin etwas zu sehen oder zu hören, es bleibt schwarz und still. Ja, Fokus habe ich nicht mehr, von daher. Kampf, Kampf. Danke. Oh. Ein Kesselhelm, plus 2 Rüstung, plus 1 Stärke, minus 2 Wahrnehmung. Bezeugungsimmunität. Ja, zack, ausrüsten. Ja, schick. Wahrnehmung sorgt dafür, für Genauigkeit mit Bogen und Stangenwaffen hast du beides nicht, also es ist egal. Okay. Quasi. Na, und Fähigkeit, einen Hinterhalt zu legen. Naja. So, Machen wir was jetzt auch kann nicht sie denn ständig. machen? Wie gesagt, sie könnte jetzt den Knochengauner angreifen, das Level 1. Bin ich dann dabei? Ja. Ja, gut, zu zweit müssen wir es schaffen, dann mach. Ja, denke ich auch. Ich habe immer noch keinen Sound. Ich hoffe, ich denke daran, dass Musik. Jetzt habe ich wieder Sound. Sehr schön. Jetzt ist er wieder da.
Also ich habe irgendwie das Gefühl, die dürfen gefühlt jetzt häufiger schneller angreifen als in der ersten Kampagne, die Gegner. Sonst haben wir doch den Angriff gestartet und waren immer im Angriff als erstes. Ja, ich bin auch etwas verwirrt. Mist, das war ja schlecht. Ach, der hat auch noch magischen Schutz, das ist natürlich blöd bei mir. Ich greife ja magisch an. Hätten wir uns vielleicht vorher überlegen sollen. Na, ich kann Ich habe Fokus nicht auch benutzen, dann ist besser. Also. noch einen magischen Schaden von 7, wenn alles optimal läuft. Da kriegen wir schon hin. Nicht so missmutig hier. Dafür bin ich doch da. Ja, stimmt auch wieder. Da, jetzt haben wir gleich. Und er ist So, genau. verlangsamt. Perfekt. Tschüss. Schön. Hier macht es mal Sinn, dass er tatsächlich Knochen verliert. Was ist das? Teleport. Die Schriftrollen haben wir auch im letzten Spielstand aber nie benutzt. Ja. Vielleicht benutzen wir diesmal. Nach rechts, ne? Richtung Stadt erstmal, ja. Ach so, okay. Gucken, ob es da vielleicht irgendwas gibt für die gute Frau Antje aus Holland. Stimmt, könnte ich ja auch noch mal schauen. Ich war ja hier nicht gucken, glaube ich. Oh, sehr schön, ganz viele Schritte. Das ist ja perfekt. So, Questbrett ist noch nichts. Es ist wohl wichtig, dass man regelmäßig die Pfeife aktualisiert und dementsprechend eine neue kauft. Kann ich mir leider gerade nicht leisten. Ich guck mal, ob ich sage. Nein, ich habe auch nichts zum Verkaufen. Ich habe ein schönes Kassenbuch, aber ich glaube, das wird er haben. Die Schriftrolle zu verkaufen. Oh, das würde direkt das bringen, tatsächlich. Ich meine, die Teleportschriftrollen haben wir eh nie benötigt. Wenn 6x innerhalb einer vorgegebenen Entfernung zu reisen. Wird von der Intelligenz des Nutzers bestimmt. Oh, gut, Intelligenz hat sie aber. Ach, ich verkaufe die jetzt. Kaufe ich mir lieber die Pfeife. So. Okay, Genau. ich bin durch Was hat die hier. gekostet? 20, tatsächlich. Und dann kann ich sie mir leisten. Ja, jetzt würde ich ja einfach nach rechts weitergehen, um da ein bisschen was aufzudecken, würde ich sagen. Ja. Ach, verdammt. Achso, ich kann mich zurückziehen. Oder ich kämpfe mit Antje zusammen. Das würde natürlich auch gehen. Der ist wieder mit magischem Widerstand, ne? Der. Na, und zwei Viecher. Nee, dann mache ich zurückziehen. Lassen wir erstmal. Aber jetzt komme ich hier natürlich auch nicht lang. Okay, andere Seite könnte ich lang gehen. Dann könnte ich ihn lassen. Soll ich einfach deinen Bogen um die machen oder hier warten auf euch? Achso, du brauchst ja eh noch ewig. Na, dann gehe ich lieber hier lang. Ich brauche bestimmt noch 2 Runden. Ja, ich bin. Bis ich in der Stadt bin, wohlgemerkt. Ja. Deswegen, ich laufe mal ein bisschen unten rum. Schau mir nochmals komplett. Naja, verdammt. Schöner Tag. Und kein Fokus. Nein. Verdammt. Geht das mit dem schönen Tag überhaupt in der Nacht? Ja. Schöne Nacht. Keine Ahnung. Das wäre auch gut, ja. So, Frau Geistesgleich. Antje. Stadt, ne? Wolltest du doch? Ach so, ja, stimmt. Vielleicht Kauft kriegt sie ihr dann ja nämlich da auch mal was. bitte eine neue Pfeife. Sehr schön. Stumpfer Speer, schweres Schwert. Das Schwert wäre vielleicht was für mich. Muss ich mal gucken. Und kann einmal schlafen. Du Und kannst die auch das Keule. Holzfaustschild dann irgendwann mal verkaufen mit der. Ah, oh, okay. Und du kannst theoretisch auch die blöde Visionsschriftrolle verkaufen. Die benutzen wir garantiert nie. Ich sehe schon kommen. Beim Endboss hätten wir jetzt diese Schriftrolle. Nein, die deckt Wolken auf. Und da wir eh immer selber laufen und gucken. Und die Schriftrollen bringen manchmal halt ganz gut. Deswegen macht es eigentlich mehr Sinn, die fast zu verkaufen. Wenn man jetzt Geld braucht. Ich meine, du Oh, kannst ja okay. so lange du kein Geld brauchst, im Inventar behalten. Ah, ich bin dran. Oh, Ja, ich ja, stehe ja. hier rum und warte, bis du irgendwas machst. Mensch, sag doch einen Ton. Du bist dran. Okay. Ja, ich komme hier leider auch nicht so wirklich jetzt irgendwo lang. Ist überall ein Monster im Weg. Huch! Eingelassene Klinge. Oh mein Gott, ich werde König von England. Ein G? Oh, dann kriegt man bestimmt das Schwert. Na, nein, das gibt's doch nicht. Nein! Der eine. Und dafür den ganzen Fokus weg. Jetzt muss ich selber wieder zur Stadt zurück. Na gut. Ich habe ja gar kein Geld. Ach Mann. Kann ich nicht umsonst hier übernachten? Naja, aber wenigstens kriege ich keinen Schaden, ne? Frau Antje kann dir aber Geld geben, also warte, noch nicht weiter drücken. Achso, ich hab schon. Ist Was hast du egal. schon? Ist egal. Ich hab schon Weitergedrückt. weitergedrückt. Oder? Ja, aber Ach ich kann nee, dir ich hab noch trotzdem gar nicht Geld geben. weitergedrückt. Nee, ich hab noch gar nicht weitergedrückt. So, für 5 sollst du jetzt pennen können zumindest. Ja, kann ich. Dankeschön.
Gerne. Fertig. So, können wir das Geistlager angreifen? Seid ihr dann dabei? Nee, oder? Nicht zu erkennen, nein. Ich Ah, glaube scheiß auch nicht, nicht. das ist die Stadt. Und auch keine schöne Nacht. So, dann weiter nach Süden, ne? Boah. Dober Kälteschaden. Jetzt schneit's auch noch. Oh Gott. Aber es wird nicht weiß. Bist du am Essen? Nein. Lüg nicht. Was ist das hier unten? Verloren und gefunden. Da dieses Gras da. Oh, da komme ich aber noch nicht hin. Nur in die Nähe. Fokuspunkte. Achso, habe ich wieder vergessen. So, jetzt auf jeden Fall die Pfeife kaufen. Jetzt haben wir auch Malus wegen dem Wetter, wegen dem schlechten beim Bewegen. Irgendwas, was ich verkaufen kann? Nicht wirklich. Sicherheitsstein, was ist das denn? Dieser Gegenstand bietet sofortige Reise zu einer Stadt. Ah, okay, ja. Kassenbuch, besser nicht. Schriftrolle. Gibt 2 Gold, also dann behalte ich die lieber. Das bringt mir nämlich jetzt nichts. Na gut. Und einmal schlafen, bitte. So, Frau Antje, kommst du zu den... Ja, kommt sie. Siehst du das? Nee, ne? Was denn? Ach, schade. Naja, der Chat, also die Zuschauer haben es gesehen. Was ist los? Nichts, nichts, nichts. Gibt's doch gar nicht. Wieso, Frau Antje verteidigt mich. Oh nein! Du sollst doch eingehen, Frau Antje. Wie mache ich den Chef wieder zu? Gegenstände halten. Yay! Sehr schön. Na, sie hat jetzt was mit Wahrnehmung. Geschwindigkeit, aber egal. Ausrüsten, naja. Zack. Kann sie die Hinterhälter ab jetzt machen? Okay, mal sehen. Ach, jetzt war ich gar nicht im Nachtmarkt. Na super. Stimmt, aber da war eher nicht wirklich was, oder? So, ich könnte. Nee, den kann man nicht angreifen. Also irgendwie, man kommt da jetzt nur. Ach doch, ganz im Süden kommen wir lang. Das können wir machen. Ich schleiche mich hier mal vorsichtig lang. Okay. So, es ist die Karte jetzt aber nicht mehr. Wo ist denn das verdammt nochmal? Guck mal, da ganz rechts ist Holzrauch noch. Es wird ja hier bestimmt Holz irgendwann rauf. sein. Ach so, noch eine Stadt hier. Dann können wir ja da runter abpreschen ohne Ende. Jupp. Irgendwie kommen wir nicht richtig voran, habe ich das Gefühl. Naja, so viele Viecher sind im Weg. Wir müssen mehr zusammenlaufen auch wieder. Wir sind zu weit auseinander. Ein neuer Tag hat begonnen. Aber irgendwie fehlt mir hier schon der Standardsatz. Wie war das? Das Chaos ist... Ach, verdammt, ich krieg's nicht mehr hin. Geschwunden. Geschwunden. Oder? Wir haben eine Chance. Mensch, es fehlt mir sehr. Oh, steht er da über dir? Ach du Scheiße. Ach, der ist ein Irokesenbär. Oh. Steinheld. Da ist er doch. Du bist auf Steinheld gestoßen. Was macht denn der? Voller Fokus plus 12 EP. Ja, ist eigentlich egal, wer den nimmt. Macht ja kein Dings. Eines Tages werden auch deine Taten gefeiert, Held. Das freut mich. Wo ist denn... Ah, du bist so weit weg. Schade, können wir gar nichts angreifen hier. Immer noch nicht den Wagen gefunden, das ist aber merkwürdig. Vielleicht sind wir doch irgendwie links dran vorbeigelaufen. Werden die immer erst aktiviert, wenn man genau an dem Feld vorbeiläuft? Ja, nee, aber zumindest in der Nähe muss man sein. Also ich greife mal die Krähe an, auch wenn ich alleine bin. Es sind 3 Krähen. Oh, ich bin dabei. Er ist dabei, ja. Machen wir, ne? Ja, ja. Ich habe ja sogar Flächenschaden. Auch wenn er nicht viel macht. Jetzt fangen die schon wieder an. Ja. Aber ich klauen sie nix.
Ach, wir haben ganz schön viel HP. Wir haben doch nichts. Ach, du bist dran. Ich klicke hier rum. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, verlangsamt kommt leider nur, wenn ich perfekt getroffen habe. Yay, eine weg. Na gut, du hättest auch eine alleine töten können. Hättest lieber eine andere angreifen sollen. Mist. Wäre es vielleicht besser gewesen, wenn du den Flächenschaden benutzt hättest. Ah, der macht so wenig. Ja, auch Kleinigkeiten helfen weiter in diesen Zeiten. Und das Gute ist ja, dass der andere hätte ja die auch verlangsamen können im Optimum-Fall. Aber hat ja leider nicht funktioniert. Mensch, ein Herz. Ja, was ist denn da los? Ich muss einen Schluck trinken. Ah. Naja. Ach, bin ich blöd. Warum habe ich jetzt auch... Ich habe die falsche Attacke gemacht. Naja, gut. Ist jetzt auch egal. Alles gut. Jo. So, ich kann mich noch ein bisschen bewegen. Hey, da bin ich schon wieder bei dir. Mhm. Hi. Oh, oder auch nicht. Oh nein, ein Wichtel. Da. Ja, komm, rauf da. Oh, aber ein Wichtel. Oh, der ist ja voll niedlich. Ach komm, den töten wir nicht, den nehmen wir mit. Ja, ich bin ja das Haustier. Ja. Oh. Magieschaden auch, okay. Ja. Hehe. Das war süß. Oh, Menno, die arme Hyäne. Der war echt nett. Naja. Gut, aber so nett war, weiß ich nicht, aber niedlich. Wenn wir ihn besser gekannt hätten, dann ist es vielleicht ein netter Typ, man weiß es ja nicht. Steht immer allein hier im Wald rum, ist vielleicht ein bisschen, ja. Oh. Vielleicht auch nur ein bisschen introvertiert. Sie könnte den Giftnagel angreifen und wir wären alle dabei, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann mach, wir brauchen Level. Zumindest also. Du wärst dabei, also... Ja, stimmt, du bist kein Fernkämpfer, ne? Ja, ja, kriegen wir schon hin. Hopp, hopp. Passt. Gift ist halt... Der hat ja keine Resistenz gegen magischen Schaden. Stimmt. Oh, der hat aber ganz schön viel HP, tatsächlich. Ja, toll, ich habe 100.000 Immunitäten, aber nicht gegen Gift. Naja, gut. Tja. Komm, ja, perfekt. Sehr schön, verlangsamt. Ist er trotzdem dran? Was? Ja. Ist mir gerade auch schon aufgefallen. Sehr gut. Sauber, Mädels. Standi hat sich gerade selbst als Mädchen bezeichnet. Ja und? Ich stehe dazu. Yay, wir haben es geschafft. Hexenfluch, okay. Ja, ich brauche es nicht tatsächlich, weil ich ja gegen Fluch immun bin. Ich würde mal aussetzen. Kann ja, die das nehmen? Ach so, ja, stimmt. Ja, genau, das war nämlich auch als Tipp in den Kommentaren. Ja, hab's auch gelesen. Machen kann. Ich hab's mir auch die ganze Zeit schon gedacht, aber ich wollte es mal nicht riskieren. Ich hatte immer Angst, dass vielleicht doch dann einfach verschwindet. Bist also keine Draufgängerin. Nee, ich bin nicht risikofreudig, überhaupt nicht. Ah. Und? Ich wollte gerade noch sagen, ja komm, hol es dir, aber nein. Du entdeckst einen ungewöhnlichen Pilz, der auf dem morschen Stamm eines versunkenen Baumes wächst. Der Sumpf beherbergt eine Vielfalt an Pflanzen und Pilzen, einige sind nützlich, doch die meisten töten dich. Unwohl tot! Ach du Scheiße, man kann echt sterben. Oh Gott. Und jetzt, stopp. Jetzt siehst du nämlich ja mit diesem Herz, diesen zerbrochenen, dass du diese bei Vitalität 73 hast, also das... Deine 73 Vitalität hat jetzt Auswirkungen auf das Würfelergebnis. Ah, hahaha. Okay. Nein! Ach du blöde Kuh. Oh Gott, nein, sie ist vergiftet. Ja. Okay. Warte mal, habe ich was gegen Gift? Nee, Fokus wiederherstellen. Ich kann doch bestimmt in Holzrauch mich dann wieder dingsen. Nein! Oh Gott, wir... Achso. Nein, hau ab. Du begegnest einem Meister, der bereit ist, dich Geheimnisse zu lehren, die seit Jahrhunderten weitergegeben wurden. Ja, kann ich mir nicht leisten. Tschüss, Obi. Mensch, Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Oh, 3 LP und dann nochmal auf Kälte schauen. Oh je, das ist jetzt wirklich nicht so schön. Oh oh, irgendwas stimmt ja nicht. Was denn? Was? Was? Wir haben die Karte doch jetzt praktisch aufgedeckt hier unten, Wächterwald, und wir haben...
dritte Dingens noch nicht gefunden. Dann haben wir Ich wahrscheinlich brauche. wirklich irgendwas umgangen. Vielleicht hätten wir hier links noch weitergehen sollen. Vielleicht ist es wirklich ganz, ganz links auf der Karte und wir waren nicht weit genug links oder so. Ja, möglich. Ich Okay. greife jetzt erstmal den Wichtel Ja, an. Ich wir bin haben ja sogar dabei. Zeit. Wir haben ja Zeit. Also. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe die Kampagne ja schon mal angespielt. Da hatte ich in der Nebenquest einen Bug. Da habe ich die Nebenquest nicht gefunden. Na toll. Das wäre natürlich auch Also nicht nur eine schön. Nebenquest, von daher doof, von daher egal. Guck mal, jetzt fängt er schon wieder an. Aber, naja. Just saying. Bisschen doof, ja. Ma, wie Ja. ausgewichen. Achso, ich Mach habe ihn keinen Fokus langsamer. mehr. Na, nicht geklappt. Schade. Komm schon, Frau Antje. Sehr schön. Oh. Widerstand, magischer Schaden. Ja, super, nehme ich mit. Magischer Schaden? Ja, ich mache ja magischen Schaden. Perfekt. Ja, noch eine Achso, Immuni ich wollte zählt. doch Die hast du eigentlich schon ausrüsten. gehabt? Verwirrung. Immunität Nö. gegen Verwirrung hast du schon gehabt. Huch, was ist jetzt los? Nein, ich Hinterhalt. wollte doch gerade ausrüsten. Jetzt kann ich nicht mehr. Ich muss. Ach, brauchen wir nicht. Kampf, zack. Oh, wir zwei, ne? Okay. Ich war gerade im Inventar, deswegen habe ich es gar nicht mit. Nein! Nein! Der Alkohol! Mein Bier! Nein! Mensch, grausam, die Viecher. Wie können sie nur? Okay, ach, jetzt bin ich auch noch schlechter darin, weil ich vergiftet bin. Ach, das ist ja. Ach, stimmt, verdammt. Okay, machen wir das. Oh, sehr gut. Was hast du da eigentlich an den Füßen, sag mal? Hä? Meine Schuhe? Das sind meine Schlappen. Aber wieso trage ich Schlappen über meinen Schuhen? Das ist irgendwie seltsam. Da sind doch so Holzpantoffeln. Das muss eigentlich Frau Antje tragen. Stimmt. Hä? Feigling. Ah, okay. Ja, muss ich das machen? Bitte, bitte. Na, Mist. Schade. Na ja. Na, ich mach das mal Ja, mit ja. hoher Gewalt, ja. Wie macht das? Haha. Trotzdem. Oh, Level up. Cool. Oh, auch schön. Das können wir dann gleich an hier rübergeben. So, jetzt muss ich aber mal ausrüsten hier. Verblasste Perlen. Wie war denn das ja mit dem Verwirrungsimmunität? Hatte ich die schon? Weiß ich gar nicht. Ja, hast du ja. Gefrier. Achso, na, dann macht's keinen Sinn. Dann gebe ich die an euch weiter. Achso, aber der magische Schaden ist natürlich gut. Warte mal, Frau Antje macht auch magischen Schaden, ne? Meintest du? Ja. Okay, dann kriegt ihr die. Also Frau Antje kann nichts kaufen, aber wir können eine neue Quest annehmen. Okay. Einmal halten wir eine gesegnete Weste. Plus 3 Rüstung, plus 3 Widerstand, plus 2 Gesundheitswiederherstellung, Jo. Fluchimmunität. Klingt gut. Oder halt Kopfgeld gegen Gold, Ach nee, Wiedererlangung nimm die gegen Weste. Gold. Oder Und du okay. kannst Antje direkt ausrüsten. Ich habe ihr die Perlen rübergegeben. Okay, da wollten wir eh hin, ne? Gucken, ob da die Quest ist. Ja, müssen wir ja. Ja, aber hier kam So, jetzt die echt gar Perlen, nichts. sagst du? Da verpasste Perlen. Okay, Ja, die kannst ausrüsten. du anziehen. Zack. Das ist ja Quatsch, wenn ich die Immunität zweimal habe. Das macht ja keinen Sinn. Sie kann hier im Dorf auch nichts machen, aber trotzdem kann sie hier bleiben und übernachten, wenn sie keinen Kälteschaden. Komm mal nicht ran. Verdammt. Kann man sich von Gift heilen, wenn man da schläft im Dings? Ja. Muss ich da Mal gucken, irgendwas was er dann auswählt. Besonderes? Ob dann, ich glaube, Segnen muss er auswählen und so, keine Ahnung, steht aber, glaube ich, dabei, meine Ich ich. kann auch Ginseng kaufen, dann kann ich es auch heilen. Warte mal, ich guck mal, Dienste. Nee, jetzt Segne macht Flüche. Ja, dann wird das, glaube ich, mit dem Giftheilen hier nichts. Fokus LP. Und Leiden. Ah, ich müsste den richtigen Heiler nehmen. Könnte ich natürlich auch machen. Dann habe ich gleich die HP auch wieder. Kostet Und jetzt, glaube Fokus, ich. ne? Ja, mach das mal. Ich guck gerade. Na, man muss die richtige Heilung nehmen, die gar keinen Fokus macht, leider. Das würde 8, ja, aber trotzdem lohnt es sich mehr, jetzt das Ginseng zu kaufen. Okay. Ja, da geht's, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob es auch beim normalen Schlafen geht, aber ich glaube nicht. Mal jetzt das hier. Okay, Questbrett hast du ja schon gemacht. Gut, dann kann ich jetzt nichts weitermachen. Habe ich noch.
Nee, auf dem Markt kann ich mir nichts leisten. Okay. Soll ich mal kurz hier einmal rechts in die Ecke rennen, nur um auszuschließen, dass das da auch nicht ist? Also hier Den Gedanken habe ich zwischen. gerade auch gehabt, ja. Gut. Okay, gut. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Dann ja, einmal wieder zurück, ne? Ich würde hier oben auch einmal langlaufen gleich. Da waren wir, glaube ich, auch nicht überhalb des Sees. Nee, nee, also ach, guck mal, da sieht man sogar die gelben Felder mit dem Fragezeichen. Also das kennen wir wahrscheinlich noch nicht. So interpretiere ich das Jep. zumindest. Und guck mal, gibt es tatsächlich ganz links ein einziges, was wir noch nicht aufgedeckt haben, scheinbar. Vielleicht ist es genau da. Oh nein, ja, ich glaube auch. Ach nee, es gibt sogar noch zwei. Eins in der Mitte noch und eins ganz, ganz links. Oh Gott. Na, Oh vielleicht ja. haben wir Glück und ist ja hier rechts. Achso, ich kann ja noch. Oh, Entschuldigung. Verpennt. So, einmal bitte rein in Holzrauch. Was gibt es denn hier Schönes zu kaufen? Knochenpfeife kann mir noch nicht leisten. So eine Laute kam für dich nicht in Frage, weil du kein Geld hattest mehr, ne? Oder so? Achso, die habe ich gar nicht gesehen, tatsächlich. Achso, ja, ich habe gar nicht geguckt, weil ich kein Geld hatte. Hey. Okay, ich muss mich auch heilen. Hier bringt Oh, guck nichts. mal, die hat hier unterwegs, hat Antje EP-Kraut gesammelt, das kann sie nehmen. Kriegt so ein bisschen EP dazu. Welches ist das? Die Würze des Gelehrten. Ja, da. Zack. Lecker. Schmeckt nach Käse. Eine Pflanze, die nach Käse schmeckt, ist ja widerlich. Oh! Du bist auf dunkle Hülle gestoßen. Mini-Dungeons sind kurz, ja, das kennen wir schon. Ja, das ist doch cool. Ja, Also, perfekt. können wir da rein mit allem Mann gleichzeitig? Ja, wir können jetzt sofort rein. Standi ist auch dabei? Ja. Gut, dann hopp, hopp. Wir sind alle voll. Alle drei zusammen. Oh, das sieht cool aus. Ich wollte gerade sagen, wenn es oben von der Decke runterkommt, dann sind Stalaktiten. Stalaktitenfalle, okay. Sie kann jetzt aussetzen, weil sie hat auch nur 33% Erfolgschance. Wer ist denn jetzt gut? Was braucht man denn hier für Fallen und Keine Schärfen? Ahnung. Warte mal, war Feind, das steht irgendwo. Irgendwo steht Talent. das. Talent ist Ja. es. Da ist sie sogar das Beste. Der Beste. Ah, na denn. Ja, das müsste doch. Reicht, reicht. Meinst du? Ja. 83%? Soll ich es probieren? Ja. Jawohl. Tschüssi. Ja, tschüss. Tschüss, Frau Antje. Fallen hatten wir auch noch nicht gehabt in der ersten Kampagne. Oh, trifft Die letzte Aktion kommt Fahrbereiterin? mal. Ja, ich bin bereit. Ja. Okay. Aua. Fangen schon wieder an. Also irgendwas stimmt doch hier nicht. Ja, ist echt komisch. Nein! Und Oh. auch noch Gottes Rat. Ich habe noch eins, das kann ich ihr noch geben, habe ich ganz vergessen. Also müssen wir mal irgendwas tun mit Initiative oder so. Irgendwie sowas. Das hat nichts gebracht. Okay, ich würde ein Dingsen, aber vielleicht nicht die Fledermaus, die können wir ja, die kannst du gleich raushauen, die Fledermaus, dann nehme ich den nächsten und mach den langsamer. Ich hoffe, es klappt. Boah, vier Dinger sind immer ganz schön viel. Okay, geschafft. Sehr gut. So, der kommt nicht dran, jetzt ist nur noch der da. Jetzt kannst du den Naja, okay. Beutelschneider raushauen, hoffentlich. Yay! Jo. Perfekt. Jetzt holen wir uns den Akolyten. Ja, wir sind schon ein gutes Team. Ah, Mist. Verlangsamen hat leider nicht geklappt. Achso, du hast den eh raus. Okay. Ja, Nein, und wie auch konntest nicht. du? Entschuldigung. Doch kein gutes Team. Ich kündige den Vertrag. Ja, tschüss. Oh, du blutest. Das tut mir aber leid. Oh, das ist doof. Seltener hoher Schaden. Das finde ich nicht gut. Er dürfte gleich wieder weg sein dann. So, bye bye. Oh, Crit. Nicht War schlecht. zwar egal, aber. Oh, das ist Da ist gut. das Gottesbad doch schon wieder. Sehr schön. Der liebt das Gottesbad. Oh, Kappe des Gelehrten. Ah, Die hat, glaube ich, noch gar Intelligenz. keine, ne? Ja, Nee. das kannst du Du hast... aussetzen. Hä? Ich Ach habe den so, wegen Alufolie magischen geholt. Schaden, ne? Achso, warte mal. Widerstand, Max Fokus. Was hat Intelligenz nochmal genau gemacht?
Intelligenz, Genauigkeit mit Büchern und Stäben. Was hat die denn? Hat die einen Stab oder? Stab, ja. Okay, ja, dann gibt den jetzt ihr auf jeden Fall. Oh, die hat jetzt auch mehr Fokus, sehr schön. Und Dietriche. Und Hexenfluch. Okay. Das war eine Menge gerade. So, Leute, wir sind leider am Folgenende. Wir müssen hier leider einen kleinen Cut machen. Oder wollen wir das noch zu Ende machen? Oh, Ich meine, es ist ein Raum, ne? Ja, ja. komm. Yay. Mami hat Stand ja gesagt, wir nicht so dürfen gut. noch. Oh Aber oh. danach geht's ins Bett, Leute. Sandmann ist vorbei dann. Sandmann. Kennt hier im Westen kein Mensch. Ja gut, dann halt der MS Standmann ist dann vorbei. Nein, die Meinzelmännchen. Was für Dinger? Sag nicht, du kennst die Meinzelmännchen nicht. Nee, ich habe Sandmann geguckt. Ach, Sandmann würde ich echt gerne mal wieder gucken. Nein! Es hätte jetzt aber auch besser laufen können. Mach mal Flächenschaden, weil dann kriegst du Ja, ja den Orbeck. mach ich, mach ich. Ah, jetzt reicht's. Ja, gut. Ui, ui, sie ist aber in die Ecke gegangen. Na, sie hätte jetzt auch beschleunigen können, ne? Egal. Greif mal den rechten an. Aber den kann ich nicht töten, Nee? vermutlich. Doch. Also nur beim perfekten Angriff. Ja, schaffst du schon. Nö. Och, aber den hätte ich doch ausnocken können. Ja, siehst du, ich hab Der wäre bei mir jetzt schon gemacht. tot gewesen. Ja, jetzt kannst du Flächenangriff machen, Ja, das ist mache ich trotzdem jetzt auch. tot. Aber wir hätten das viel besser haben können. Wir hätten beide auf einmal töten können. Mit perfekten Würfen. Ja, mit perfekten Würfen, ja. Wir müssen doch risikofreudig sein. Das ist ein LP. Ja, klar, wir haben schon ein Leben verloren. Ja. Nein, du hast schon ein Leben Oh. verloren. Ja, aber warum? Hä, habe ich die gleiche? So. Nee. Okay, entzaubern, wiederherstellen, schützen. Oh, ist eigentlich ganz schön, aber dann habe ich, glaube ich, keinen Flächenschaden mehr. Warte mal, ich muss mal kurz umstellen, Taste. 7 maximaler Schaden auf einzelnes Ziel. Wiederherstellen, zielfreundlich. Ja gut, kurieren brauchen wir nicht unbedingt. Zielfreundlich schützen. Na, nee, eigentlich ist die doof. Also ich nehme sie natürlich trotzdem mit, aber bin mir noch nicht sicher, ob ich sie benutze. Ja, sind zum Verkaufen, ne? Immerhin. Ja, mal gucken. Na, vielleicht brauchen wir ja auch mal irgendwas davon. Ich nehme sie schon noch mit, aber mal gucken. So, da ist der Schatz. Königliche Truhe. Und? 12 Goldmünzen. Das war der Yay. reichste König aller Zeiten. Yay. Yay. Yay! Ja, auch Oh, schön. in Jang. Hui. Okay. Wieder Intelligenz plus Ja, 2. das wäre, glaube ich, wieder was für sie, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, das kann sie anziehen. Und Dietriche. Achso, die Na hatte doch ja. eine Lederweste. Dann kannst du mir die Lederweste mal geben, weil ich habe ja gar nichts an. Hatte sie das? Jipp. Hatte sie ja. Dann kannst du ihr das andere geben und mir die Zerschlüssel. Nee, Zerschlüsselrobe ist ja das. Hä? Wo ist denn die Leder? Hast du mir schon gegeben? Achso, Hast du okay. gerade gesagt, du hast gar nichts an? Ich habe keine an, ja. So, jetzt habe ich Okay. Lederweste an. Ich hatte vorher gar nichts. So, die Laute. Okay, ich gucke mir gleich mal die Laute an. Wir müssen ja jetzt eh Schluss machen. Also Leute, schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, wenn ihr euch die Folge gefallen hat, gerne Like da lassen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.